die anwesenden Menschen, die hier sind und freue mich, dass sie gekommen sind und dass wir den Referenten hier einladen können, um nach Düsseldorf und Zack zu kommen. Wir wissen alle, dass es inzwischen Düsseldorf war, aber wir sind trotzdem froh, dass er hier ist, dass er diesen Vortrag hält und uns nochmal einen Input gibt zu der aktuellen Debatte. Wir veranstalten das im Rahmen des Edelweiß Piratenfestivals, wo wir einfach auch immer nochmal nicht nur das Vergangene nicht vergessen wollen, daran erinnern wollen, sondern auch an das Neue und das Aktuelle einfach nochmal anknüpfen wollen, um einfach zu schauen, wo können wir aktiv werden, wo müssen wir noch aktiv werden und was dürfen wir nicht vergessen. Deshalb freue ich mich, dass du hier bist. Ich denke, dass wir danach eine sehr spannende Diskussion führen, weil hier sind ja viele Fachfrauen, viele Fachmänner, die einfach schon in der Debatte auch drin sind, sodass wir schnell einsteigen können und hier uns bestimmt nochmal daran inhaltlich abarbeiten können. Jetzt vielleicht nicht erschrecken, ich mache hier gleich das große Licht aus, weil Mädchen zeigt einen Film unter anderem und dann ist es einfach besser zu sehen. Ja, danke Christine und danke dem Zack und dem Edelweiß Piratenfestival und den Leuten, die das organisieren, für die Einladung. Ich sage erst einmal ein paar Worte vorab. Erstens, mein Vortrag dauert ungefähr eine Stunde, wird unterbrochen von kleinen Video- und Toneinspielern. Und danach bin ich offen für jede Diskussion. Zweitens, das Buch ist hier. Das könnt ihr gleich auch erwerben, wenn ihr es noch nicht habt. Und drittens, das Buch ist entstanden als Abschluss quasi eines Ausstellungsprojektes, das mein Freund und Kollege Ralf Jesse begonnen hat. Und wie ist er dazu gekommen? Er hat eigentlich erstmal einen Dokumentarfilm gemacht über geduldete Jugendliche. Und dann hat er gemerkt, und das war ein Problem bei seinen Dreharbeiten, dass diese geduldeten Jugendlichen oft eben auch mit Abschiebung konfrontiert sind. Und dann ist er auf die Idee gekommen, etwas zur Abschiebung zu machen. Und im Rahmen der Kulturhauptstadt Ruhr 2010 hat er dann das Projekt Blackbox Abschiebung realisiert, weil er gemerkt hat, er selber weiß eigentlich nichts darüber, nichts Wirkliches so. Und die Öffentlichkeit guckt auch selten in diese Blackbox hinein. Und das Projekt bestand darin, dass er Menschen, die abgeschoben wurden oder abgeschoben werden sollten, interviewt hat und auch Kameras gegeben hat, dass sie halt nach ihrer Abschiebung von sich berichten sollen. Und diese Aufnahmen sind dann im Rahmen einer Wanderausstellung immer noch unterwegs in verschiedenen Städten in Deutschland. Man setzt sich sozusagen durch die verschiedenen Geschichten und er hört den Geschichten zu, die die Leute erzählen, die von Abschiebungen betroffen sind. Das Buch geht einen Schritt weiter, weil es mir eben wichtig war, nicht dabei stehen zu bleiben bei den einzelnen Betroffenheitsschicksalen, sondern zu versuchen, eine Theorie der Abschiebung zu entwickeln und politisch darüber zu schreiben und auch mal zum ersten Mal in Deutschland in einem Buch alles zusammenzufassen, was man über Abschiebung wissen sollte, sowohl historisch als auch soziologisch als auch politikwissenschaftlich gesehen. Und gleichzeitig der Frage nachzugehen, was heißt das eigentlich, Abschiebung? Und zwar in einer Welt, die ja eigentlich von Mobilität geprägt ist. Das heißt, wir leben in einer Welt der Bewegung, wir werden auch zur Mobilität aufgefordert und gleichzeitig erleben wir, dass immer noch die Mobilität von Menschen gewaltsam beendet wird und rückgängig gemacht wird. Das war sozusagen die Frage, die als Ausgangspunkt meines Buches diente und daraus ist dieses Buch entstanden. Das heißt, in dem Buch sind einerseits die Geschichten der Menschen dokumentiert, die von ihrer Abschiebung erzählen und gleichzeitig geht es eben darüber hinaus, stellt diese Geschichten in einen größeren theoretischen Rahmen und in eine größere politische Betrachtung dieses Abschiebesystems, die Abschiebepolitik und macht unterschiedlichste Facetten von Abschiebungspolitik deutlich. Ich habe von Mobilität gesprochen. Wenn wir als Urlauber einen Flug buchen, und das haben wir alle schon mal getan, dann würden wir uns jederzeit, denke ich, unser Geld zurückverlangen und auch erhalten, falls uns der Pilot nicht dahin fliegt, wohin wir wollen. Bei Abschiebungen allerdings reden wir von der einzigen Dienstleistung, bei der Menschen für eine Reise bezahlen müssen, die sie eigentlich gar nicht antreten möchten, zu der sie sogar mit Gewalt gezwungen werden. Und das ist eine Sache, die sehr wenig Menschen wissen.
Wenn Migranten illegal einreisen, tun sie das normalerweise mit Hilfe eines Fluchthelfers. In den 90er Jahren gelang es den westlichen Staaten, und davon sind die heutigen Debatten in den Nachrichten immer noch geprägt, gelang es den westlichen Staaten, diesen Begriff des Fluchthelfers aus der offiziellen Sprache zu verbannen und ihn durch den Begriff des Schleppers oder Schleusers zu ersetzen. Ob Fluchthelfer oder Schleuser, diese Leute nehmen natürlich Geld dafür. Sie nehmen das Geld, um Menschen die Flucht oder die unerlaubte Migration zu ermöglichen. Das Ganze ist sicherlich auch ein Geschäft. Doch für die Abschiebung müssen die Betroffenen ebenfalls Geld bezahlen. Mit einem wesentlichen Unterschied. Der Schlepper bringt sie aus einer Notsituation heraus. Die Abschiebebeamten bringen sie in eine Notsituation hinein. Und der deutsche Staat verlangt obendrein noch Geld dafür. Laut Aufenthaltsgesetz hat nämlich der von einer Abschiebung Betroffene die dabei entstandenen Kosten zu tragen. Und zwar das gilt selbst dann, wenn die Abschiebung von den Behörden nicht erfolgreich durchgeführt werden konnte. Schlepper werden in der heutigen politischen Diskussion vom Mainstream zumindest dämonisiert. Im Grunde genommen praktiziert die Abschiebepolitik etwas, was viel näher an dem ist, was wir den Schleppern vorwerfen, nämlich dass sie Geld dafür nehmen, als wir uns eigentlich zugestehen möchten. Von einem 24 Jahre alten Mann zum Beispiel aus Syrien hat die Ausländerbehörde in Wiesbaden über 5.000 Euro verlangt, die er für seine Abschiebung bezahlen soll, nach Syrien wohlgemerkt. Nachdem er im September 2008 abgeschoben wurde, haben ihn die syrischen Sicherheitskräfte ins Gefängnis gesteckt und gefoltert. Er schaffte es, wieder nach Deutschland zu fliehen, und jetzt kommt es. Das Verwaltungsgericht Wiesbaden hat der dortigen Ausländerbehörde im Januar 2011 dann untersagt, ihn noch einmal abzuschieben. Sie waren nämlich drauf und dran. Aber da der Mann schon mal im Land war, wollten die Mitarbeiter in der hessischen Landeshauptstadt unbedingt noch die Abschiebekosten von ihm eintreiben. Einen großen Teil der Abschiebekosten machen die Kosten für die Abschiebehaft aus. Kaum jemand in Deutschland weiß das, aber die wird den Menschen, die abgeschoben werden sollen, auch in Rechnung gestellt, auch in Nordrhein-Westfalen, ungefähr 70 Euro pro Tag. Einer von ihnen ist Cevat. Cevat ist Kurde aus der Türkei, lebte seit seiner Jugend in Baden-Württemberg, wurde als Asylbewerber aber nicht anerkannt und die Behörden versuchten, ihn abzuschieben. Ich habe mit Cevat in der Abschiebehaftanstalt in Büren gesprochen und er hat mir erzählt, wie er die Sache mit den Abschiebekosten sieht und warum er meint, dass er schlechter behandelt werde als ein Strafgefangener. Der Strafgefangene sitzt nicht jeden Tag, dass er 60 Euro zahlen muss. Und nachdem der, wie lange er da drin ist und das Geld noch zahlt, er ist, also und der sitzt ohne Geld da drin, er kriegt sein Essen, sein Trinken, ne? Und nach der Entlassung und so hat er gespartes Geld, das bleibt ja alles bei ihm, also plus nach seiner Entlassung hat er noch gespartes Geld, geht er nach Hause, wieder schön zu seinen Kindern oder zu seiner Familie, ich zum Beispiel oder der, wir dürfen bis 225 Euro sparen, also Sparbuch, Rest darfst du kein Geld mit, wenn du abgeschoben bist. Wenn auch einer von deiner Familie dir Geld gibt, darfst du nicht mal mitnehmen. Das wird gleich von Zahn weggenommen. Zum Beispiel, ich bin jetzt 3 Monate, steht es bei mir am Sonntag voll, ich bekomme jetzt eine Pfändung. Also das heißt, ich bekomme jetzt einen Geldbetrag. Wie der Kollege bekommen hat, er 2.500 Euro bekommen. Und das muss er zahlen. Ne? Und da muss man dann so überlegen, und so, welches ist besser, Strafgefangene oder Abschiebehaft? Der Strafgefangene, wie ich gesagt habe, er spart das Geld und geht mit das Geld raus. Und ich, wenn ich zahle plus noch Geld, weil ich in diesen Möglichkeiten zahle ich trotzdem noch Geld. 60 Euro. Was, also für 60 Euro kann ich ein 5-Sterne-Hotel locker einen Tag haben. In Deutschland oder in der Türkei, überall. Aber das ist für mich eine Kosten für 5-Sterne-Hotel. Mit Swimmingpool und so alles. Und ich zahle 60 Euro für hier, jeden Tag. Also wenn Sie dann wieder legal einreisen würden, dann muss ich diesen Betrag zahlen, aber ungerecht. Ungerecht gezahltes Geld ist es für mich. Sowohl die geschlossenen Abschiebegefängnisse als auch die halboffenen Abschiebelager und Aufnahmeeinrichtungen für Asylbewerber, in denen die Menschen von der Gesellschaft separiert werden, gibt es ja mittlerweile auch in vielen anderen Ländern, nicht nur in Europa.
Aber das Frappierende daran ist, in Zeiten, in denen beruflich mobil zu sein als Tugend gepriesen wird, in denen deutsche Auswanderer zu Helden von Reality-Serien im Fernsehen avancieren, breitet sich zugleich ein Netz von Abschiebeeinrichtungen aus. In Europa werden neue Gefängnisse und Lager gebaut, in die Menschen nur deswegen gesperrt werden, weil sie mobil sind und an einem anderen Ort ein neues Leben wagen wollen oder sogar müssen. In Ungarn zum Beispiel wurden im Jahr 2010 11 neue Abschiebegefängnisse eröffnet, zusätzlich zu den 4 bereits bestehenden Anstalten. In Bulgarien wurden im Zusammenhang mit dem Beitritt zum Schengen-Raum bewachte Aufnahmeeinrichtungen für Flüchtlinge, aber auch Abschiebegefängnisse eröffnet. In Lubimetz zum Beispiel kamen auch die Vertreter der deutschen Botschaft zur Eröffnung, denn schließlich hat die Europäische Union den Neubau mit 4 Milliarden Euro finanziert. In Griechenland ist neuerdings ein Abschiebelager eröffnet worden in Amyrdalesa, auch finanziert von EU-Geldern. Das ist in der Nähe von Athen. Es ist im vergangenen Jahr eröffnet worden vom griechischen Innenministerium. Es ist ein stacheldrahtumzäuntes Containerlager, in dem über 1000 Menschen festgehalten werden, weil ihre Aufenthaltspapiere fehlen, weil sie auf ihre Abschiebung warten oder auf die Entscheidung über ihren Asylantrag. Auf engstem Raum leben dort sogar Minderjährige in diesem Lager. Die Menschenrechtsverletzungen sind einkalkuliert. Und obwohl laut EU-Recht die Inhaftierung nur als letztes Mittel vorgesehen ist, mutiert sie hier zur Regel. Dabei ist das Lager entstanden, und das ist das Interessante, weil die Asylbedingungen in Griechenland verbessert werden sollen. Die desolate Lage in dem Land hatte nämlich dazu geführt, dass Deutschland die Abschiebung von Geflüchteten nach Griechenland, also die Zurückschiebung nach Griechenland, einstellen musste, weil eben das Asylsystem in Griechenland nicht den EU-Standards entsprach. Jetzt soll es EU-Standards entsprechen, zum Beispiel durch die Einrichtung von regulären Unterkünften, damit irgendwann die Abschiebungen gegen Griechenland wieder aufgenommen werden können. Wie die Realität für die dort eingesperrten Menschen aussieht, führte die Niederschlagung eines Aufstands vor einigen Tagen, vor einem Monat, Ende August, vor Augen. Die Migranten dort rebellierten, nachdem ihnen die griechischen Polizisten, die die Unterkünfte bewachen, mitgeteilt hatten, dass ihre Haftzeit von 12 auf 18 Monate verlängert wird. Sie weigerten sich, in die Container zurückzukehren, wurden geschlagen, begannen mit Steinen zu werfen und wurden von der Polizei dann unter dem Einsatz von Tränengas und Schlagstöcken niedergerungen, berichten Zeugen. Die inhaftierten Migranten beklagen immer wieder Gewalt und Beleidigung seitens der Polizisten. Und die Öffentlichkeit, sowohl in Griechenland als auch im Rest Europas, schaut weg. Nach der Erfindung der sogenannten sicheren Drittstaaten, zu denen ohnehin alle angrenzenden Staaten Deutschland, alle EU-Staaten gehören, entwickelte sich auch das System der Abschiebehaft und der Asylbewerberlager zum deutschen Exportschlager. Wir verzeichnen quasi eine Ausbreitung von Migrationsgefängnissen. Und zwar von Nordeuropa bis nach Aserbaidschan und von Litauen bis Libyen. Das heißt, in den beiden Jahrzehnten nach dem Fall des Eisernen Vorhangs, Büren zum Beispiel ist vor ungefähr 20 Jahren eröffnet worden. Die meisten Abschiebegefängnisse sind nach der deutschen Einheit eröffnet worden. Also in den beiden Jahrzehnten nach dem Fall des Eisernen Vorhangs, nach dem Siegeszug der Freiheit also, hat sich ein System der Abschiebegefängnisse etabliert, in die Menschen dann nur deshalb eingesperrt werden, weil sie das Versprechen der Freiheit ernst nehmen. Und derweil sitzen in deutschen Abschiebegefängnissen nach der EU-Erweiterung und aufgrund sinkender Asylbewerberzahlen weniger Häftlinge ein als noch vor 10 Jahren. Ob damit die Abschiebegefängnisse ein Auslaufmodell sind in Deutschland, weil sich das Ganze in andere Länder verlagert, das wird sich herausstellen. Manche Migranten liefern schon jetzt die passende Antwort auf die Existenz von Abschiebegefängnissen. So wie ein 33-jähriger Mann, der im März 2011 abgeschoben werden sollte. Und dieser Georgier ist, laut Zeitung, filmreif aus dem Abschiebegewahrsam in Grünau geflohen. Der Mann sägte in der Nacht zu Sonntag die Fenstergitter durch und seilte sich aus dem 5. Stock ab, wie die Polizei mitteilte. Anschließend überwand er die Gefängnismauer, sprang auf das Dach eines abgestellten LKW-Anhängers und haute ab.
Das ist David Madiani. Kennt jemand von euch David Madiani? Niemand. David Madiani ist einer von drei Menschen, die in deutscher Abschiebehaft gestorben sind im Jahr 2010. Das sind Schicksale, die manchmal in den Schlagzeilen auftauchen und dann verschwinden sie. Meistens erfahren wir noch nicht einmal, wie das Gesicht dieser Menschen aussieht. Wir haben gar kein Bild von ihnen. David Madiani ist ein Fall, den ich porträtiert habe in meinem Buch, weil es mir wichtig war, dass es nicht in Vergessenheit gerät und weil es mir wichtig war, jemandem wie David ein Gesicht zu geben. Sein Vater erzählte mir, David Madiani war ein guter Goldschmied. Er konnte sehr filigran arbeiten, beschreibt Yuri Madiani, seinen Sohn. Nach Davids Tod schickten die deutschen Behörden seine Sachen seiner Familie in Tiflis. Zwischen seinen Kleidern fand Yuri ein Kreuz aus Gagat, ein schwarzer Edelstein. Das hatte David selbst geschliffen, sagt er. David war sehr lebensfroh. Er wollte versuchen, in Europa ein besseres Leben zu finden. David fuhr zuerst nach Frankreich, wo er direkt ausgewiesen wurde. Dann blieb er einige Monate in der Schweiz, von wo er aus nach Polen abgeschoben wurde. Eines Tages rief er an, dass er nach Deutschland ziehen will und dass er sich melden würde, erzählt seine Mutter. Und ein Freund bestätigt, ich wollte auch nach Deutschland gehen und David hat mir geschrieben, dass er mit mir nach Georgien zurückkehren würde. Das waren die letzten Lebenszeichen, die seine Familie von dem jungen Mann erhalten hat. Der junge Georgier armenischer Abstammung erhängte sich in deutscher Abschiebehaft in Hamburg. An einem zerrissenen Bettlaken, das er ins Fenstergitter geknüpft hat, sagen die Hamburger Behörden. Zuvor war er in einen Hungerstreik getreten, um nicht abgeschoben zu werden. Trotzdem hat man ihn als nicht suizidgefährdet eingeschätzt. Es gab Ermittlungsverfahren gegen die damaligen Mitarbeiter der Hamburger Behörden und Justiz- und Innensenatoren, die aber eingestellt wurden. In den letzten 20 Jahren töteten sich in Deutschland 170 Flüchtlinge angesichts ihrer drohenden Abschiebung oder sie starben bei dem Versuch, vor der Abschiebung zu fliehen. Zwischen 2009 und 2010 sind im Zusammenhang mit Abschiebungen europaweit 38 Menschen gestorben. Zahlreiche Flüchtlinge kamen nach ihrer Abschiebung in ihrem Herkunftsland zu Tode. Über 500 Menschen wurden dort von der Polizei oder dem Militär misshandelt oder gefoltert, berichtet die Dokumentationsstelle der antirassistischen Initiative in Berlin. David Madianis Schicksal ist in vielerlei Hinsicht symptomatisch für die Abschiebepolitik Deutschlands und der Europäischen Union. David war einfach ein junger Mensch, der unter dem gegenwärtigen Migrationsregime keine Möglichkeit sah, seinen Traum zu verwirklichen und wie viele vor ihm hoffte er, über einen Asylantrag an sein Ziel zu kommen. Er nahm sich also das Recht, Europäer zu sein und landete dafür im Gefängnis. Ich möchte jetzt über Menschenrechte sprechen und den Begriff der Menschenrechte kritisieren. Wenn Menschen im Zuge der Abschiebung wie eine Sache behandelt werden, dann nicht, weil sie nicht mehr als Mensch gesehen werden, so meine These, sondern im Gegenteil, weil sie als nur noch bloßer Mensch behandelt werden. Zum Beispiel, indem sie festgebunden werden, damit man sie abschieben kann. Sie werden als bloßer Mensch behandelt, bar jeder weiteren Eigenschaft, die einem Bürger innewohnt. Und genau dies ist heute unser Problem. Ich beziehe mich hier auf den italienischen Philosophen Giorgio Agamben, der im Zusammenhang mit der Flüchtlingspolitik den Begriff des nackten Lebens geprägt hat, wenn Menschen auf ihre bloße biologische Existenz zurückgeworfen sind, reduziert auf ihre physische Anwesenheit als Körper, aber entkleidet von allen sozialen Aspekten und vor allem ohne jene Rechte, die erst ein qualifiziertes Leben ausmachen. Agamben weist darauf hin, dass das bloße menschliche Leben in der Antike gar keinen politischen Wert besaß und dass sich dies im römischen Homo Sacer, also der Träger des heiligen Lebens, ausdrückte. Der Homo Sacer war, so Agamben, jemand, der gebannt war, ein Gebannter. Man durfte ihn nicht opfern, also sein Leben war noch nicht mal so viel wert, dass er als Opfer getaugt hätte, aber man durfte ihn töten. Bloßes menschliches Leben also. Seit dem Habeas Corpus Act Ende des 17. Jahrhunderts und der Französischen Revolution Ende des 18. Jahrhunderts sei dieses vormals politisch wertlose nackte Leben allerdings zur fundamentalen Referenz der Politik geworden.
qualifizierte die bloße biologische Existenz einen Menschen während der Adels- und Königsherrschaften lediglich als vogelfreien Untertan, genügte sie nun, um Rechte zu beanspruchen, und zwar in Form von Menschenrechten. Die Erklärung der Menschenrechte verlangt eben nicht das Vorzeigen von Titeln, sondern den bloßen menschlichen Körper. Die Bezugnahme also auf das nackte Leben ist die geheime Voraussetzung der modernen Bürgerrechte, die im Zuge und infolge der Französischen Revolution erkämpft wurden. Obwohl also Bürgerrechte nur mit dieser Bezugnahme auf den bloßen Körper und auf Menschenrechte überhaupt Sinn ergaben, da sie doch die Rechte der vormals Rechtlosen darstellten, wurden aber zugleich die Bürgerrechte vom Begriff des nackten Lebens abgetrennt. Das nackte Leben kann lediglich allgemeine Menschenrechte beanspruchen, aber keine Bürgerrechte. Mit dem angeblichen Zweck, dass eben dieses nackte Leben auch geschützt sein soll. Ein nacktes Leben, das in den wachsenden Maß an den Rändern der Nationalstaaten anfällt, so Agamben. Was also von der Migration beständig in Frage gestellt wird, so meine These, ist der Versuch, mithilfe dieser Idee der Menschenrechte bestimmten Menschen innerhalb eines Territoriums, in dem normalerweise Bürgerrechte, wie zum Beispiel Freizügigkeit, gelten, eben diese Bürgerrechte vorzuenthalten. Wer keine Bürgerrechte besitzt, für den sind dann eben immer noch die Menschenrechte zuständig. Mit dem Begriff der Menschenrechte konnten also nicht nur Vorstellungen von Humanität, des Schutzes der Schwachen, der freien Entfaltung, also positive Vorstellungen, gesichert werden, sondern auch die Institution von Rechtlosen oder Entrechteten in die politische Ordnung des modernen Nationalstaates, der eigentlich auf Bürgerrechten basiert, eingebettet werden. Für die Analyse der Abschiebepolitik und ihrer tödlichen Folgen ist das ein fruchtbarer Ansatz. Denn bei Abschiebungen und auch dem Widerstand dagegen geht es eben nicht nur um den Schutz vor Verfolgung oder das Recht auf einen gesicherten Aufenthalt. Es geht tatsächlich um die umstrittene Frage, wer dazugehören soll. Und es geht um die Ausweitung des Begriffs der Bürgerrechte. Denn genau dafür tritt jemand ein, der seine Gesundheit aufs Spiel setzt, um nicht abgeschoben zu werden. Nur ein Bürger kann nicht mehr abgeschoben werden. Und ein Bürger muss nicht begründen, weshalb er an einem Ort bleiben will. Der Begriff der Menschlichkeit erlaubt diesen Zugang nicht. Er kann ihm sogar im Weg stehen. Nicht nur, weil er das politische Anliegen entpolitisiert und auf eine rein humanitäre Dimension zurechtstutzt, sondern eben auch, weil er unterschlägt, dass die Heiligkeit des menschlichen Lebens, dessen Schutz in der Anrufung der Menschenrechte angemahnt wird, als solche ja schon eine Erfindung der Herrschenden und damit ein Zeichen der Unterwerfung ist. Und weil auch, ich erinnere nur an Chili, diejenigen Politiker, die für eine Abschottungspolitik der EU, zum Beispiel für Frontex und diese ganzen Geschichten, werben, das auch mit dem Argument tun, wir wollen ja nur, dass Menschen dieser Leben schützen, damit sie gar nicht erst auf die Idee kommen, in die Boote zu steigen und ihr Leben riskieren. Das heißt, dieser Schutz des Lebens wird ja auch schon von den Menschen im Munde geführt, die meiner Meinung nach auch dafür sorgen, dass zum Beispiel die Überfahrten gefährlicher werden und tatsächlich dafür sorgen, dass diese Menschen bei dem Versuch der Überfahrt übers Mittelmeer sterben. Das heißt, der Begriff der Menschenrechte ist sehr begrenzt fähig und erfasst eigentlich nicht das, was Leute tun, die versuchen, nicht abgeschoben zu werden. Sie beanspruchen nämlich mehr als Menschenrechte. Sie beanspruchen eigentlich Bürgerrechte, die ihnen nicht zustehen. Kritiker und Betroffene werfen den Behörden aber häufig noch vor, dass das staatliche Handeln bei Abschiebungen unmenschlich sei. Und es ist eigentlich verfehlt. Denn der Aspekt der Menschlichkeit, der wird offiziell ja gar nicht ausgeklammert. Er findet sich sogar im Gesetz wieder. Die Abschiebung ist in Deutschland zum Beispiel wirklich verboten, wenn die konkrete Gefahr besteht, dass jemand gefoltert wird, dass ihm die Todesstrafe erwartet oder dass sein Leib und Leben, Zitat, erheblich bedroht sind. Was das erheblich bedroht ist, darüber lässt sich dann natürlich streiten vor Gericht. Aber ein beträchtlicher Teil der abgelehnten Asylbewerber kann zum Beispiel wegen dieses subsidiären Schutzes in Deutschland bleiben. Im Herbst 2010 betraf das zum Beispiel 25.000 Menschen. Nur
dieser Schutz funktioniert eben wie ein Relais, wie ein Schalter, der durch die Unterbrechung des Kreislaufs lediglich die vorübergehende Aussetzung einer Abschiebung erlaubt. Seine Funktion besteht also darin, die Abschiebemaschine am Laufen zu halten. Und wenn es zu hart wird, wenn der humanitäre Aspekt zu sehr in den Vordergrund tritt, dann auch Abschiebungen auszusetzen. Aber der humanitäre Aspekt ist von vornherein in den Abschiebungsdiskurs integriert und er verleiht ihm dadurch eine Legitimität, die wichtig ist, um die Institution der Abschiebung an und für sich aufrechtzuerhalten. Das Beispiel dafür liefert die Abschiebung zum Beispiel in Diktaturen, bei denen der demokratische Rechtsstaat bereit ist, bis an die Grenzen seines Selbstverständnisses zu gehen. Zum Beispiel wird das deutlich bei Abschiebungen in Diktaturen wie Syrien. Mit dem syrischen Regime hat die Bundesregierung 2009 ein Rücknahmeabkommen verhandelt. Das ist 2009 in Kraft getreten. Aufgrund dieses Abkommens sollte dann die Abschiebung von 6.000 Syrern in Deutschland ermöglicht werden. Die Menschen lebten schon über 6 Jahre in Deutschland. Ebenso noch von 2.400 staatenlosen Asylbewerbern aus Syrien, das sind meistens Kurden. Und das Auswärtige Amt wusste natürlich sehr wohl, dass in Syrien gefoltert wird, dass Oppositionelle willkürlich verhaftet werden und dass insbesondere Kurden diskriminiert werden. Trotzdem wurde ein immenser Aufwand getrieben, in jahrelangen Verhandlungen mit einem Diktator, ihm ein Lippenbekenntnis zu Menschenrechten abzuringen, um dann syrische Asylbewerber einfacher nach Damaskus abschieben zu können. Man könnte nun vermuten, da seien nur Menschen betroffen, bei denen die deutschen Behörden die Gefahr der Verfolgung ausschließen konnten, aber auch das war nicht der Fall. Ein Beispiel ist der Kurde Khaled Kenjo, der 2009 abgeschoben wurde und dann dort vom syrischen Sicherheitsdienst wochenlang festgehalten wurde. Er konnte dann nach seiner Freilassung wieder fliehen, konnte über die Türkei wieder nach Deutschland kommen und wurde schließlich doch anerkannt als politischer Flüchtling. Natürlich war dieses Rücknahmeabkommen Makulatur nach dem Ausbruch des Aufstandes in Syrien und nachdem 1000 Menschen getötet wurden durch das syrische Regime, bequemte sich die Bundesregierung und das Bundesministerium hat den Ländern empfohlen, dann vorläufig doch bis zur Klärung der Verhältnisse in Syrien tatsächlich keine Abschiebungen mehr vorzunehmen. Das heißt, der Verzicht auf Abschiebungen aus humanitären Gründen ist in der Regel immer nur befristet. Man kann sich nicht auf ihn ausruhen. Und ein weiteres Beispiel, das es illustriert, ist die zwangsweise Rückführung von Roma und Angehörigen anderer Minderheiten in den Kosovo, die meistens ohne großes Aufheben und ohne großes Aufsehen in der Öffentlichkeit vonstatten gehen. Und zwar nicht nur aus Deutschland, sondern aus vielen EU-Ländern, vor allem auch viele aus Österreich. Aber in Deutschland betrifft das rund 10.000 Menschen, die zum Teil schon sehr lange in Deutschland sind. Und auch hier hat man ein Rücknahmeabkommen mit der kosovarischen Regierung abgeschlossen, um dann diese Abschiebung der Menschen in den Kosovo zurück realisieren zu können. Und es gibt eine Studie des UNHCR vor Ort, die zum Beispiel nachweist, dass die minderjährigen Kinder, die mit ihren Familien dorthin abgeschoben werden und in Deutschland zur Schule gegangen sind, zum Teil auch gar nicht mehr in Kosovo in die Schule gehen können, weil ihnen die Papiere fehlen, weil sie bei der Abschiebung gar keine Zeugnisse mitnehmen konnten und weil sie natürlich auch in Kosovo diskriminiert werden. Das heißt, das Kindeswohl wird komplett missachtet. Und gleichzeitig bestätigt der Ombudsmann für Menschenrechte des kosovarischen Parlaments, Sami Kotesi, dass für die Roma die Situation deswegen am schlimmsten ist, weil sie eben in der Skala am weitesten unten liegen und weil sie als Minderheit, die keinen eigenen Staat hat, auch keine Lobby haben, die ihnen den Rücken stärken kann. Das heißt, er sagt, mit den Abgeschobenen werde ein dreckiges Spiel gespielt. Und wir müssen uns vor Augen halten, dass auch im Winter, obwohl es immer wieder Abschiebestopps für den Winter gibt, auch im Winter, zum Beispiel im vergangenen Februar, Sammelabschiebungen in Kosovo stattgefunden haben, obwohl wir genau wissen, dass es damals zweistellige Minusgrade gab mit Kältetoten.
Eine Familie, die porträtiert wurde in der Ausstellung Blackbox Abschiebung und die auch in meinem Buch zu finden ist, ist die Familie Miftari. Und Dennis und Enis erzählen, wie sich das für sie anfühlt, als Jugendliche in den Kosovo abgeschoben worden zu sein. Also wenn ich ehrlich bin, bin ich jetzt mal richtig ehrlich, am Selbstmord denkt man hier sehr oft, wenn man von Deutschland abgeschoben ist. Also weil die Leute, die hier aufgewachsen sind, die wissen nicht so, was wir hier durchmachen. Und wenn man von Deutschland abgeschoben wird, denkt man hier sehr oft am Selbstmord. Weil ehrlich, ich habe keinen Bock mehr, ehrlich. Wenn ich wüsste, wenn ich irgendwie eine Lösung finden würde, wenn ich jetzt, ich sag mal, wenn ich jetzt alleine wäre, hätte ich schon längst Selbstmord begangen. Aber da ich hier jetzt mit meinen Eltern lebe und mit meinen Geschwistern, da versuche ich für die noch da zu sein. Weil wenn ich mich jetzt selber töte, sag ich mal, Selbstmord begehe, was soll mein kleiner Bruder zum Beispiel machen? Hier der kleine 9 Jahre, der 9 Jahre ist. Der hat ja keinen Mund, gar nichts. Wenn wir nicht da wären, was hätte er gemacht? Wenn meine Eltern niemand jetzt da ist für ihn. Das Leben ist hier echt schwer. Für meine 2 Geschwister, die taubstumm sind, gibt es ja hier keine Zukunft. Das heißt, in Deutschland gibt es für denen eine Zukunft. Weil in Deutschland lernt man, auch wenn man taubstumm behindert ist, sagt man auch gut Deutsch, wenn man auch behindert ist, lernt man irgendwie eine Arbeit oder ein gutes Mädchen, sage ich mal, könnte man auch eine Familie gründen. Aber hier für denen ist es sehr schwer. Und ich verstehe das nicht. Warum muss Deutschland erstmal Asyl, also die Ausländer aufnehmen und behält sie dann eine lange Zeit, sage ich mal, und nach 15 Jahren, es gibt ja auch welche, die 20 oder 30 Jahre da waren und auf einmal Kosovo da leben. Und was für ein Leben ist das? Das verstehe ich nicht. Warum muss der Deutsche, sage ich mal, so sein? Wie bitte? Seid ihr sauer auf Deutschland? So ein bisschen ja. Kann man so sagen. Auch wenn das Leid bei Abschiebungen am Anfang meines Buches steht, steht es nicht im Mittelpunkt. Und zwar aus einem wichtigen Punkt. Im Mittelpunkt steht der Kampf um Rechte. Und er muss im Mittelpunkt stehen, weil Abschiebungen nur so verstanden und auch überwunden werden können. Denn das Leid wird in diesen Kämpfen um das Recht auf Mobilität und das Recht auf einen Ort produziert. Der Rekurs auf das Leid reicht aber nicht, um diese Rechte zu begründen. Die Extremfälle sind ein Teil der Realität der Abschiebung, aber die Geschichten, die von Widerstand sprechen, die davon erzählen, wie die staatlichen Kontroll- und Abschiebeversuche unterlaufen werden, sind ebenso ein Teil dieser Realität. Auch die Geschichten von denen, die ausweichen, die Haken schlagen, die illegal weiterreisen, die sich nicht abschieben lassen oder nach der Abschiebung wiederkommen. Die bloße Fokussierung auf das Leid verdeckt die Dynamiken der Migration. Dass das Recht auf Migration auch entsteht, indem Migrantinnen und Migranten es sich einfach nehmen, es sich aneignen. Das bleibt dann ebenso im Dunkeln wie die Tatsache, dass die flexibilisierte Wirtschaft mit einem Zustrom illegalisierter Arbeitskräfte kalkuliert. Um die Folgen der Ab- und Zurückschiebungspolitik zu skandalisieren, wird auch von linksliberaler Seite häufig die EU-Grenzpolitik in verkürzter Weise mit dem Mauerbau der DDR verglichen. Es ist dann davon die Rede, dass hier Europas neuer eiserner Vorhang im Mittelmeer hochgezogen werde oder an der Ostgrenze. Dieser Vergleich ist vor allem deshalb schief,
weil es eben nicht das Ziel der EU-Grenzpolitik ist, niemanden durchzulassen. Ein bestimmter Satz an illegalisierten Arbeitskräften mit weniger Rechten ist gefragt. Der Vergleich mit der DDR bzw. der ehemaligen Ostblockgrenze ist daher in einer ganz anderen Weise angebracht. Nicht aus dem Blickwinkel der Wachtürme und der Grenzer, sondern aus dem Blickwinkel derjenigen, die eben die Grenze überqueren oder es versuchen. Zitat: Für ein offenes Land mit freien Menschen, Zitat Ende, stand auf den Transparenten der DDR-Bürger, die in Leipzig 1989 den Mauerfall herbeidemonstrierten. Für ein offenes Land mit freien Menschen. Und so wie sich damals die Ostdeutschen nicht diktieren lassen wollten, wohin sie gehen können und wo sie zu leben haben, nehmen sich die Menschen auch heute ihr Recht auf Bewegungsfreiheit. Und so wie die DDR-Flüchtlinge, die illegal durch Tunnel gekrochen und über Zäune geklettert sind, lassen sie sich Tricks einfallen, um Grenzen um und in Europa zu überwinden. In diesem Sinne könnten sie die Vorhut einer neuen Ordnung sein, in der eine neue Form von grenzüberschreitender Bewegungsfreiheit garantiert wird in Zukunft, sowie die Reise- und Niederlassungsfreiheit in der erweiterten Europäischen Union, die heute zur Normalität gehört, was vor 20 Jahren noch undenkbar war, die aber ihren Anfang sowohl in den Freiheits- als auch in den Migrationsbewegungen der Menschen aus Osteuropa genommen hat. Eine Freiheit, wie gesagt, die vor 20 Jahren noch unvorstellbar schien und heute Alltag ist. Ich erinnere daran, dass der größte Teil der Abgeschobenen, also die größte Einzelgruppe von Abgeschobenen, in den 90er Jahren noch Polen waren. Jedes Jahr wurden mehrere tausend Polen aus Deutschland abgeschoben. Viele kamen natürlich wieder. Dieses Verlangen nach Freiheit ist zentral. Nicht die Frage, ob ein Mensch nun Wirtschaftsflüchtling, politisch verfolgter Tourist oder illegalisierter Arbeiter, ob er nützlich ist oder nicht, ob er mehr oder weniger gelitten hat. Und der Politik der Abschiebung und der Abschreckung steht damit eben auch unweigerlich die relative Autonomie der Migration gegenüber. Nicht nur global, sondern auch im Rahmen der Bundesrepublik. Beispiel: Helmut Kohl wollte noch vor 30 Jahren die Zahl der Ausländer in Deutschland halbieren. Auch durch mehr Abschiebung. Tja, da ist wohl nichts draus geworden, Herr Kohl. Denn weder der Anwerbestopp 73 noch die Rückkehrerprämie für ausländische Arbeiter 83, weder die wachsende Zahl von Sammelunterkünften für Asylbewerber, die deren Abschiebung erleichtern sollten, noch die Asylrechtsänderung 1993, in deren Folge dann die Zahl der Abschiebungen anstieg, konnten am Ende etwas dagegen ausrichten, dass kontinuierlich auch solche Menschen nach Deutschland gekommen sind, die als unerwünscht galten, und dass Deutschland zu dem Einwanderungsland geworden ist, das es offiziell lange Zeit nie sein wollte. Dies oder auch dies lässt Abschiebungen nicht nur sinnlos erscheinen, darin steckt auch ein gewisses Moment der Stärke, dass es in Bezug auf Abschiebungen in eine politische Perspektive zu übersetzen gilt. Das folgende Video zeigt Omari. Omari ist Georgier, ein Georgier, der vorgab, Iraker zu sein, weil er dachte, dass er damit eher in Deutschland Asyl erhalten kann. Nach 10 Jahren in Deutschland schließlich sollte er abgeschoben werden und am Ende ist er untergetaucht. Dieses Interview ist entstanden in einer Abschiebehaftanstalt in Rheinland-Pfalz. Und Omari erzählt, wie er das so sieht, dass er gelogen hat. Nach einem Jahr, Ausländeramt hat mich wieder nach Trier geschickt, um eine Sprachanalyse, Sprachtest zu machen, ob ich wirklich aus dem Irak stamme oder nicht. Und der Sprachanalyse ergab sich, dass ich nicht aus dem Irak stamme. Ich könnte stammen aus Türkei oder aus Syrien, aber auf keinen Fall aus Irak. Nicht jedermann, der lügt und kommt nach Deutschland, hat den Gedanken, etwas zu klauen oder etwas zu Schlechtes zu machen. Wenn ich selbst, wenn ich erzähle, dass ich hatte kein Leben, ich habe Hunger gehabt,
keine Arbeit. Das alles hilft nicht. Man muss unbedingt eine politische Verfolgung haben, um zu anerkannt zu werden. Ich habe gelogen, weil ich wusste, dass aus dem Irak ich werde mehrere Chancen haben als aus Georgien. Man kann auf Lüge auch Glück beschaffen, wenn man weiß, dass man in dem Land abgeschoben wird, wo man nichts anfangen kann. Dann ich denke, dass man besser, wenn man lügt. Noch vor allen Petitionen und öffentlichen Kampagnen gegen Abschiebungen stellt der strategische Umgang mit der eigenen Identität, wie wir ihn hier gerade gesehen haben, für viele Menschen, die abgeschoben werden sollen, die wichtigste Form ihres persönlichen Widerstands dar. Demonstrationen zu organisieren, seien wir ehrlich, ist aufwendiger, als einen anderen Namen anzugeben oder keinen Pass vorzuweisen. Und auch wenn das lediglich passiver Widerstand ist, der mit massiver Entrechtung einhergeht, mit der taktischen Verleugnung ihrer wahren Identität gelingt es wohl mehr Menschen, ihre Abschiebung zu verhindern, als es allein durch öffentliche Aktionen möglich wäre. Denn wer abgeschoben werden soll, muss auf eine Identität festgelegt werden, die seine Abschiebung erlaubt. Doch wer migriert, sagen wir, erfindet sich doch neu. Den alten Pass wegzuwerfen, besitzt daher fast metaphysische Bedeutung. Wenn die Abschaffung der Institution Abschiebung nur über die Etablierung mobiler Bürgerrechte, über die Ausweitung des Rechts auf Reise-, Bewegungs- und Niederlassungsfreiheit zu haben ist, dann stellt sich auch die Frage, inwieweit der Widerstand gegen Abschiebungen diesem kosmopolitischen Anspruch Rechnung trägt. Der Schutz der Informationen über die eigene Identität ist ja nicht zuletzt auch eine Reaktion auf die Politik Deutschlands und in der Folge der Europäischen Union, sichere Drittstaaten zu definieren, in die zurückgeschoben werden kann. Dieser Trick der Abschiebepolitik lässt sich aus Sicht der Flüchtlinge nur dadurch unterlaufen, dass sie die Daten und Belege über ihre Reiseroute geheim halten oder vernichten. In einer Studie des Genfer Zentrums für Sicherheitspolitik wurden iranische Asylbewerber in den Niederlanden interviewt. Und die Auskünfte waren sehr interessant. Die meisten Befragten erzählten, dass sie über den Landweg nach Westeuropa geflohen waren. Die Reise verlief über die Türkei, Rumänien und Ungarn. Ein Drittel reiste ganz ohne Pass, die meisten aber mit gefälschten Papieren. Ein türkischer Pass bot den Vorteil, dass wenn man entdeckt und zurückgeschoben wurde, wenigstens nicht wieder im Iran landete, wo die Schergen des Regimes auf einen warteten. Aber die meisten der Befragten reisten mit spanischen, portugiesischen oder sogar polnischen Papieren. Am Ende stellten alle einen Asylantrag, ohne einen Pass vorzulegen. Diese Strategie hat zwei Vorteile. Erstens können die Behörden gegenüber dem Iran nicht beweisen, dass eine iranische Asylbewerberin zum Beispiel wirklich aus diesem Land stammt und dorthin abgeschoben werden kann. Und zweitens lässt sich aus nicht vorhandenen Passstempeln auch nicht rekonstruieren, über welchen sogenannten sicheren Drittstaat die entsprechende Iranerin gereist ist, in die sie dann überstellt werden könnte. In Deutschland sollte auch durch die Kürzung von Sozialleistungen für Asylbewerber Druck auf hunderttausende Flüchtlinge ausgeübt werden, die eben nicht abgeschoben werden konnten, weil sie bei der Passbeschaffung nicht mitwirken, weil sie ihre Ausweise vernichtet hatten oder auch ihre Abschiebung durch Widerstandshandlungen vereitelten. Die Zuwanderungskommission 2001 stellte fest, in Asylverfahren legen etwa 80% der Antragsteller keine Pässe vor. Aus Sicht des Staates handelt es sich dabei um Asylmissbrauch. Das sei der häufigste Grund, weshalb Abschiebungen scheitern. Gerade junge politisch aktive Migranten aber vertreten durch die Nichtmitwirkung bei der Passbeschaffung auch offen ihr Recht auf Widerstand gegen ihre eigene Abschiebung. Ein Beispiel ist die junge Frau Neuana. Neuana engagiert sich in der Organisation Jugendliche ohne Grenzen. Und sie war zum Beispiel mit anderen Aktivistinnen im Sommer 2012 am Düsseldorfer Flughafen, als sie dort gegen Abschiebungen demonstriert haben. Neuana ist 22 Jahre alt, sie stammt aus dem russischen Kaukasusgebiet und war 10 Jahre zuvor mit ihrer Familie vor dem Tschetschenienkrieg nach Deutschland geflohen. Ihr Asylantrag wurde abgelehnt, sie sind aber nicht zurückgekehrt.
Jetzt lebt Noyana seit Jahren mit einer Duldung und von Gutscheinen, die sie jeden Monat auf dem Sozialamt abholt. Darüber hinaus helfen ihr Freunde und Unterstützer, denn die Ausländerbehörde hat ihr sogar den Baranteil ihrer Sozialhilfe gekürzt, weil sie ihrer Mitwirkungspflicht nicht nachkommt. Warum sie das nicht tut, erklärt Noyana selbst. Weil die Ausländerbehörde behauptet, dass ich der Ausländerbehörde nicht helfe, mich selber abzuschieben. Das bedeutet, ich muss zum Beispiel einen Pass vorlegen, ich muss bei der Botschaft vorsprechen, solche Sachen halt. Warum soll ich der Behörde helfen, mich abzuschieben? Warum bin ich denn hergekommen, um dir zu helfen, um zurückzugehen? Nein, ich bin hergekommen, weil ich Schutz brauche. Wer an einer Passbeschaffung nicht mitwirkt, soll in Deutschland kein Bleiberecht im Ausnahmefall erhalten können. Migranten, deren Abschiebung seit mehr als anderthalb Jahren ausgesetzt ist, können nämlich laut Aufenthaltsgesetz eine Aufenthaltserlaubnis beantragen, falls ihre, Zitat, Ausreise aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen unmöglich ist und mit dem Wegfall der Ausreisehindernisse in absehbarer Zeit nicht zu rechnen ist. Das heißt, wenn sie, wie es im Gesetz heißt, unverschuldet an der Ausreise gehindert sind. Von dieser Regelung sind nun jene Menschen ausgeschlossen, die ihre Identität verschleiern oder die keine zumutbaren Anstrengungen unternehmen, sich einen Pass zu beschaffen. Der Staat sagt, die Missachtung der Rechtsordnung dürfe nicht belohnt werden. Das hat auch das Bundesverfassungsgericht entschieden. Das gilt auch für Kinder, die in Deutschland aufwachsen, deren Eltern sich nicht um Passpapiere bemühen. In der Realität aber, und jetzt beschreibe ich etwas, was ich eben als Tauziehen verstehe. Also als ein Verhältnis von Kräften, als ein Kräfteverhältnis, wo unterschiedliche Seiten um den Zugang zu Rechten kämpfen. In der Realität gelingt es dann eben aber doch vielen Betroffenen, so lange in Deutschland zu bleiben, bis sie einen festen Job besitzen oder zumindest die Kinder eine Ausbildung anfangen und sich erst dann um einen Pass bemühen, wenn sie auch aus Sicht der Behörden als integriert genug gelten können, um eine Aufenthaltserlaubnis zu erhalten. Und auch wenn diese Strategien aus der Not geboren sind, ist das Nicht-Vorzeigen des eigenen Passes doch eine Handlung, die kosmopolitischen Charakter besitzt. Denn dieser Nicht-Pass ist doch eigentlich der Weltbürgerausweis schlechthin. Solange es noch keinen realen Rechtstitel gibt, keinen Global Passport gibt, lässt sich dieser Global Passport eigentlich nur vorzeigen, indem der nationale Pass, der die eigene Abschiebung ermöglichen würde, eben nicht vorgezeigt wird. Freilich gelingt es nicht allen Betroffenen, ihre Abschiebung zu verhindern. Ich habe das mal nachgerechnet, seit 1990, glaube ich, sind über eine halbe Million Menschen aus Deutschland abgeschoben worden, fast 400.000 Menschen sind zurückgeschoben worden und noch einmal eine Zahl, die sich im Hunderttausender-Bereich bewegt, ist freiwillig ausgereicht, das heißt, es sind Menschen, die eigentlich zur Ausreise gezwungen waren und dann der sogenannten freiwilligen Ausreise zugestimmt haben. Das heißt, obwohl es durch viele Strategien Menschen gelingt, ihre Abschiebung zu verhindern, gelingt es nicht allen. Derzeit werden jedes Jahr über 10.000 Menschen aus Deutschland zwangsweise ab- oder zurückgeschoben. Dazu kommen noch einmal einige Tausend, die zu einer sogenannten freiwilligen Ausreise genötigt werden. Und das findet immer noch statt in einer Zeit, in der interessanterweise ein bestimmter Demografiediskurs sehr großen Raum eingenommen hat. Das heißt, wir reden davon, dass der Altersdurchschnitt der Bevölkerung in Deutschland ständig steigt, dass Deutschland das älteste Land Europas ist, und gleichzeitig verwendet der Staat eine Menge Energie darauf, junge Leute ins Ausland abzuschieben. Unabhängig davon, wie man das rechtlich, moralisch, politisch bewertet, ist es erst einmal auch eine absurde Situation. Es sind häufig Jugendliche, die miteinander Deutsch reden. Wir haben das gerade schon gesehen. Und es ist widersinnig, dass das Volk eben mit dem höchsten Durchschnittsalter, in dem die Zahl der Jugendlichen schrumpft, in dem es auch in Zukunft weniger potenzielle Lehrlinge gibt, junge Menschen mit Zwang aus dem Land befördert. Vor diesem Hintergrund ist es auch hanebüchen, junge Menschen, die schon mal da sind, abschieben zu wollen, und es ist zynisch, wenn Bundeskanzlerin Angela Merkel öffentlich verkündet, wir brauchen jeden jungen Menschen.
während immer wieder junge Menschen abgeschoben werden oder mit Abschiebegedrohungen über Jahre hinweg drangsaliert werden. Eine von ihnen ist Nadire Mujolli, die mit ihren Eltern und drei älteren Geschwistern in den Kosovo abgeschoben wurde. Hobbys, Endliner fahren, Roller, Seilchenspringen oder Hubreifen und Computer. Wenn ich immer an der Schule denke oder wenn ich das im Internet sehe, in Fotos, denke ich einfach, ich bin wieder in Deutschland. Ich habe mich gewöhnt, um 7 Uhr morgens aufzustehen, bin schon heute wieder aufgestanden. Ich so, Mama, ich gehe auf die Schule. Die so, wir sind in Kosovo. Ich so, ach ja. Hab vergessen, weil ich träume das immer in der Schule zu sein und so. Ich vermisse auch meine Freunde, vermisse ich auch ganz doll, aber ja. Weil ich wollte meine Schultermüste mitnehmen, die haben gesagt, das braucht zu viel Platz. Das war dann irgendwie traurig, ne? Ich heiße Nadira Mujolli, ich bin 9 Jahre alt und ich komme aus Deutschland. Woher denn in Deutschland? Aarhus. Was hast du gemacht in Aarhus? Da waren wir in die Schule, da bin ich ja geboren. Und da haben wir geblieben, da haben wir auch diesen Abschied bekommen. Die Mujollis sind eine der Roma-Familien, die abgeschoben wurden. Bei anderen ist es nicht gelungen. Andere kommen wieder zurück. Ich war neulich im Kreis Viersen im Asylbewerberheim in einem kleinen Dorf namens Grefrath. Dort lebt zum Beispiel eine Familie, das sind auch Roma, die nach Serbien abgeschoben wurden und die seit 3 Jahren wieder da sind. Das heißt, Menschen kommen auch wieder zurück. Der Kampf gegen Abschiebung ist also immer ein Kampf um Rechte, um das Recht zu bleiben, um das Recht, seinen Ort zu wählen, an dem man leben möchte, um das Recht, seinen Arbeitsplatz zu wählen, langfristig das Recht, sich einbürgern zu lassen und wählen zu können. Schließlich, aber am wichtigsten eben das Recht, sein Leben dort zu leben, wo man es leben möchte oder leben muss, unabhängig davon, woher man kommt, ob man vor Verfolgung fliehen musste oder der Liebe wegen migriert ist. Beim Widerstand gegen Abschiebungen von Menschen wird dieses kosmopolitische Recht praktisch schon realisiert. Auch indem die Abschiebung verhindert wird und ein Bleiberecht ermöglicht wird. Die Menschen, die die EU-Außengrenzen überwinden und es schaffen, weiterzureisen, realisieren auch dieses Recht in der Praxis. Und es ist ein Phänomen, was nicht nur auf Europa beschränkt ist. Der US-Forscher Luis Cabrera hat zu diesem Thema mexikanische und lateinamerikanische illegale Migranten an der US-Grenze interviewt. Und er hat auch einen ähnlichen Begriff geprägt, wie ich ihn hier im Munde führe, dass er sagt, diese Menschen praktizieren eine Global Citizenship, also eine globale Bürgerschaft. Er sagt, in ähnlichen Worten, wie ich es auch tue, sie tun so, als ob es schon möglich wäre, ein Weltbürger zu sein. Der Slogan, den Aktivisten des No Border Camps auf der Insel Lesbos, der griechischen Insel Lesbos, vor 3,5 Jahren ebenso skandierten wie die Menschen, die dort als illegale Einwanderer
in ehemaligen Lagerhallen festgehalten wurden, lautete auch bezeichnenderweise Azadi, Freiheit. Der entscheidende Schritt erfolgt, wenn Migranten eben nicht mehr Empfänger von Mitgefühl sein wollen und sich selbst zum politischen Subjekt machen. Das heißt, auch wenn sie den humanitären Diskurs bemühen, um ihn letztlich zu überschreiten. Das ist zum Beispiel beim Widerstand der Fall, der von 10 iranischen Männern in Würzburg begonnen wurde, nachdem in einem Flüchtlingslager in einer ehemaligen Kaserne ihr Heimgenosse Mohammed Rasebar sich das Leben genommen hatte. Sie entschlossen sich Anfang 2012 an die Öffentlichkeit zu gehen, ihre Anerkennung zu fordern und die Massenunterkünfte in Frage zu stellen. Sie bauten ein Protestzelt in der Würzburger Innenstadt auf und traten in den Hungerstreik. Zwei von ihnen nähten sich Anfang Juni sogar zeitweise die Lippen zu. Sie sagten, egal, ob es richtig oder falsch war, das war bei uns die einzige Möglichkeit, damals Gehör zu verschaffen. Sie verlangten dann nicht nur eine positive Entscheidung in ihren Asylfällen, sondern grundsätzlich die Abschaffung der isolierten Gemeinschaftsunterkünfte. Der Bayerische Flüchtlingsrat distanzierte sich von diesen radikalen Protestformen und wies darauf hin, dass die Änderung der Asylbedingungen Zeit brauche und dass sich die Politiker durch solche Aktionen, wie zum Beispiel die Lippen zunehmen, erpresst fühlen können. Das heißt, diese iranischen Aktivisten, die hatten eine feine Linie überschritten. Und zwar ist es diese feine Linie zwischen dem Werben um Mitgefühl für ihr Schicksal, das ihnen zugestanden wurde, und eben dem selbstbewussten Infragestellen der Asylpolitik zum Beispiel, die sie betrifft und über die sie mitentscheiden wollen, wozu ihnen jedoch als Nichtbürgern das Recht abgesprochen wird. Und auch wenn der Ausgangspunkt ihres Protestes das Elend in den Lagern und die Verfolgung war, reklamierten sie schließlich doch auch ein Recht auf Selbstbestimmung und einen grundlegenden Anspruch auf Demokratie. Ein Anspruch, für den sie auch schon im Iran gekämpft hatten. Und erst durch diese radikale Protestform erhielten sie eine Stimme, die gehört wurde. Erst als sie sich nicht mehr versteckten, sondern als Bürger agierten. Einige kamen sogar zu einem Abschiebeverbot dadurch. Ihr Beispiel machte anderen Flüchtlingen Mut und es entstanden weitere Protestbewegungen in anderen Städten, wie zum Beispiel Bamberg und Berlin. Einer der Aktivisten, Adas Dusthussein, hat auch ein Protestzelt hier in Düsseldorf organisiert im vergangenen Jahr. Er ist Anfang 30, trägt Jeans, rote Sportschuhe und einen Ohrring, als ich ihn das erste Mal getroffen hatte, und hatte sich schon gegen die Gängelung seines Lebens durch das islamische Regime im Iran widersetzt. Er musste fliehen und ist trotz Dublin II durch halb Europa gereist. Wie alle Teilnehmer dieser Proteste hat er durch seine Praxis deutlich gemacht, dass er Grenzen nicht anerkennt. Und dies wurde auch im Verlauf des Marsches, den sie dann organisiert haben nach Berlin, von einigen Flüchtlingen genauso formuliert. Und nun soll zum Beispiel ein Mensch wie Arash, der schon dem Mullah-Regime widerstanden hat, der tausende Kilometer zurücklegen konnte und Kontrollen überwunden hat, die Gängelung durch Beamte in Viersen akzeptieren. Ich will meine Freiheit, stellt er klar. Ich will nicht isoliert im Heim leben. Aus den geschilderten Aktionen ist dann ein Fußprotestmarsch nach Berlin entstanden, im Oktober vergangenen Jahres. Dort haben die Flüchtlinge dann auch vor dem Brandenburger Tor demonstriert, was wir hier sehen. Sie forderten dann nicht mehr nur die Abschaffung der Lager, sondern einen generellen Abschiebestopp. Inwieweit es gelingt, die Dynamik dieser Mobilisierung zu nutzen, um der Falle zu entgehen, sich auf einen humanitären Diskurs einzulassen und der den beteiligten Aktivisten dann lediglich nur die Anerkennung ihrer individuellen Asylfälle anbietet, und wie weit es gelingt, stattdessen grundsätzliche kollektive Rechte für alle Betroffenen durchzusetzen,
Das ist die große Frage und das bleibt abzuwarten. Interessanterweise reagiert die Politik allerdings nur in sehr kleinen Schritten. Die Integrationsbeauftragte Maria Böhmer der Bundesregierung, mit der Sie gesprochen haben, weist darauf hin, dass das Arbeitsverbot auf 9 Monate verkürzt wurde, dass sie sich für eine gesetzliche Bleiberechtsregelung jetzt stark macht. In Bayern sagt neuerdings Sozialministerin Christine Haderthauer, wohnen nur noch die Hälfte der Betroffenen in Gemeinschaftsunterkünften. Es gibt sogar Berater neuerdings für Asylsuchende, die dort ausziehen wollen. Minderjährige sollen jetzt zukünftig in Bayern auch nicht mehr dort untergebracht werden. Kleine Schritte also. Bei der Forderung nach einem Abschiebestopp hören alle weg. Am Dienstag hatten die Non-Citizen, wie sie sich jetzt nennen, weil sie den Begriff Asylbewerber als erniedrigend ablehnen, sie nennen sich Non-Citizen, also nicht Bürger, die Bürger sein wollen. Am Dienstag hatten sie eine Besprechung im Bayerischen Landtag, sie konnten mit Vertretern sprechen. Als Ergebnis des Fußmarsches, der im September, also jetzt in diesem Sommer, in diesem Monat, durch Bayern auf 2 Route stattgefunden hat, der unter anderem mit massiven Kontrollen und massiver Gewalt durch die Polizisten konfrontiert war. Der Aktivist Arash, den ich erwähnt hatte, beschreibt seine Ansicht zu Grenzen folgendermaßen. Ich glaube, dass Grenzen dafür gemacht sind, dass die Menschen sie überwinden. Einfach gesagt, es leben 7 Milliarden Menschen auf der Welt. Wer ist gefragt worden, dass wir überhaupt diese Grenzen haben wollen? Arashs Asylverhandlung ist am Montag auf dem, im Gerichtsgebäude auf der Bastionsstraße 39. Hier liegt ein Flugblatt dazu. Und wenn ihr Interesse daran habt, könnt ihr sicherlich vorbeigehen und noch anderen Leuten Bescheid sagen. Es sollte auch eine Kundgebung stattfinden. Um 1. Ab 12 ist die Kundgebung. Ich versuche jetzt den Bogen zu schließen. Im 18. Jahrhundert war es noch üblich, oder gibt es einen Fall einer Frau Maria, deren Nachnamen ich jetzt vergessen habe, es gibt auf jeden Fall historische Dokumente dazu, eine Frau, die Hausiererin war und die 5-mal aus Köln abgeschoben wurde und 5-mal wieder zurückkam. Schließlich heiratete sie und konnte in der Stadt bleiben. Was wir vergessen ist, dass es üblich war vor einigen Jahrhunderten, Deutsche innerhalb des geografischen Raums, den wir heute als Deutschland bezeichnen, von einer Stadt in die andere abzuschieben. Die Geschichte der Abschiebung zeigt und ist davon gekennzeichnet, dass es immer wieder möglich war, auf die Abschiebung von Menschen grundsätzlich zu verzichten. Erstens sind die Territorien, innerhalb derer man auf Abschiebungen grundsätzlich verzichtet, immer größer geworden. Heute ist es eben nicht mehr möglich, einen Deutschen von einer deutschen Stadt in eine andere deutsche Stadt abzuschieben, was vor einigen Jahrhunderten noch üblich war. Ebenso darf der deutsche Staat nicht mehr seine eigenen Bürger ins Ausland verbannen, so wie es die Obrigkeit gegenüber ihren eigenen Untertanen einst praktizierte. Der Verzicht auf die Abschiebung von Inländern gelang dank der Durchsetzung demokratischer Bürgerrechte. Vordergründig betrachtet ist die Abschiebung von Inländern, die noch bis ins 19. Jahrhundert erlaubt war, der modernen Praxis gewichen, lediglich Ausländer abzuschieben. Diese bleiben zwar von Abschiebungen betroffen, doch der politische Rahmen, in dem Menschen als Ausländer definiert werden, die abgeschoben werden können, hat sich auch verändert. Während damals also die ortsfremden Armen und Aufständischen mit dem Pferdewagen oder der Kutsche über die nächste Grafschaftsgrenze gekarrt wurden, werden sie heute mit dem Flugzeug um den halben Globus geflogen. Der territoriale referenznahe Rahmen der Souveränität bei Abschiebungen hat sich permanent erweitert. Im Zuge der Etablierung großflächiger Nationalstaaten wurden Menschen, die im Zeitalter der Kleinstaaten an einem bestimmten Ort noch als Ausländer galten, nun auf demselben Territorium zu Inländern einer größeren politischen Einheit. Konnte vor 300 Jahren ein Münchner aus Mainz abgeschoben werden, war das mit der Durchsetzung des deutschen Nationalstaats obsolet. Dafür konnte vor 100 Jahren ein Italiener aus dem Deutschen Reich abgeschoben werden, wenn er als lästiger Ausländer definiert wurde, was sich wiederum mit der Konstitution der Europäischen Union
und der Erweiterung der Freizügigkeit, abgesehen von extremen Ausnahmefällen, erledigt hat. Im Zeitalter der Globalisierung sind Abschiebungen mittlerweile ein internationales Phänomen. Und wenn wir die These der Immanenz im Empire ernst nehmen, dann sind Abschiebungen längst kein bloßes Instrument der nationalen Zuwanderungspolitik mehr, sondern Teil einer Weltinnenpolitik geworden, mit der die Mobilität derer bekämpft wird, die sich mit einem Schicksal innerhalb der regionalen und globalen Billigproduktions- oder Kriegszonen nicht zufrieden geben. Tatsächlich sind Ausländer, die abgeschoben werden, heute die neuen Inländer einer faktischen Weltrepublik, die sich als solche nur noch nicht konstituiert hat. Dieser Kosmopolitismus wird schon in einer sehr prekären Weise praktiziert, wenn Leute Grenzen überschreiten oder wenn Leute sich gegen Abschiebungen widersetzen. Aber er verlangt eben auch das Recht, ins Recht gesetzt zu werden. Es ist daher an der Zeit, die weit verbreitete und lediglich ideelle Definition von Kosmopolitismus zu überwinden. Es reicht heute eben nicht mehr aus, bei einem Kosmopolitismus zu verharren, der sich dann darin erschöpft, darunter etwas zu verstehen, dass man eben besonders viele Sprachen spricht oder besonders weltoffen oder open-minded ist oder viel in der Welt herumreist. Kosmopolitismus geht darüber hinaus. Er besteht und zeigt sich darin, dass Rechte praktiziert, gefordert und geschaffen werden, die eben über nationale Grenzen hinweg am Ende in tatsächlich globalem Maßstab gelten. Rechte, die für Menschen überall auf der Welt von praktischer Bedeutung sind. Dazu gehört eben auch das Recht, seinen Ort wählen zu können und nicht abgeschoben zu werden. Die weltweite Institutionalisierung eines solchen kosmopolitischen Rechts ist eine Zielmarke für die Weiterentwicklung der Demokratie im 21. Jahrhundert. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich finde es toll, dass ihr alle so aufmerksam dabei wart. Ich glaube, ich habe nicht überzogen. Es war die Stunde, die ich versprochen habe. Auch sehr spannend. Ich habe das auch an euren Reaktionen gemerkt, dass ihr es interessant und spannend fand. Und das freut mich ganz besonders. Und ich stehe natürlich für alle eure Fragen offen. Aber du hast ja neben der ganzen Recherche, die du gemacht hast und alles, aber Begriffe nochmal ganz neu mit einer neuen Haltung quasi versehen mit einem Blickwinkel, was ich, also mit neuen Reizen gehe ich nochmal nach Hause, weil das Thema, alle glauben wir, dass wir doch immer irgendwo mittendrin mit Thema sind, aber das stimmt, manchmal ist man auch zugeknallt im Alltag. Aber du hast den Begriff der Menschenwürde zum Beispiel, ganz am Anfang. Also Menschenrechte, ja. Menschenrechte, ganz anders nochmal. Das fand ich sehr spannend, auch das Bürgerrecht hervorzuheben, um was es geht. Und dem Ganzen auch wirklich die politische Komponente zu geben, die immer ansonsten in sehr gut gemeinten, also ich möchte also dem Menschen auch nichts anderes unterstellen, sehr, sehr gut gemeint, aber sich beim Mitgefühl eben erschöpft, ist dahin. Und das Politische ist auch, egal ob Menschen, also was du auch gesagt hast, egal ob Menschen jetzt aus politischen, aus wirtschaftlichen oder sonst was für Gründen einfach ihr Land verlassen, wir erleben das ja im Alltag auch oft, dass das ein bisschen gegeneinander bei Leuten, die in der Arbeit sind, ausgespielt ja. wird. Das ist so gefährlich. Jedes Mal muss man quasi sagen, schaut mal, also das, was ihr jetzt hier macht, das ist für keinen, auch für nicht für die anderen Migranten hilfreich. Es entsteht auch keine Solidarität eventuell. Ne? Also ich fand, und dann natürlich vom Global. Passt sozusagen oder nicht passt. Ne? Also ich finde deine Ansätze, deine Haltung, nicht Ansätze ist falsches Wort, aber deine Haltung und deine Theorien in diesem Buch hochgradig spannend. Ich habe die ganze Zeit gedacht, wie sehr hätte ich mir gewünscht,
dass noch andere Ohren, ne, das mitgekriegt hätten. Und die ganze Zeit habe ich auch gedacht, wo muss man das noch mal in Düsseldorf eben auch noch mal anbieten, dass das wirklich noch mal in andere Ohren wirklich, also hochspannend, also wirklich danke für diese Arbeit, die du gemacht hast. Danke dir, Anna. Sehr gut. Ich meine, es ist ja die Leute, die sich trotzdem lesen. Mach das. Es ist ja so, die Leute, die sich damit beschäftigen, kennen das ja, so diese, ja, diese Aspekte. Ja. Ne? Der Punkt ist nur so, das eine, man spricht nur von den Verfolgungsschicksalen, um natürlich irgendwie Anerkennung zu erreichen. Und von der rechten Seite wird dann eben oft zum Beispiel solche Geschichten wie halt, wie gehen die Leute mit der Pass und so um denen dann vorzuwerfen, das sind ja alles Asylbetrüger. Ne? Und ich finde es halt viel wichtiger zu gucken, was sagt es eigentlich wirklich aus. Ja? Und ich meine, es ist nicht so schwer, diese Sachen sind häufig in den Nachrichten, aber wenn du genau hinguckst, ist der Iraker, der mit dem LKW nach Deutschland gekommen ist, ist vielleicht irgendwie, spielt mit demselben Kind, mit seinem Kind auf demselben Spielplatz, auf den du auch gehst. Und du weißt es nicht. Ja? Und er ist auch so hergekommen. Ja, und keine Ahnung, konnte es vermeiden, seine Fingerabdrücke abzugeben und wie auch immer. So, ne? Obwohl klar ist, dass er nicht, ne? Wenn man mit dem LKW kommt, ist man eigentlich von woanders her. Man müsste eigentlich, ne, Dublin 2 und so, man müsste eigentlich in dem anderen EU-Land bleiben. Also, und diese Geschichten, und dann, warum eigentlich? Klar, weil es auch schon andere Leute irgendwie vielleicht gibt. Vielleicht hat er einen Cousin oder so, oder einen Bruder, der ihm geholfen hat, wie auch immer. Und wenn man das so weiterdenkt, dann eröffnet sich eine dritte Dimension und ich finde es ganz wichtig zu fragen, was manifestiert sich da eigentlich und worüber müsste man auch reden, weil sonst gibt es meiner Meinung nach keinen Ausweg, weil man muss die Frage stellen, wollen wir denn immer so weitermachen? So, und tatsächlich ist das, was uns die herrschende Politik vorschlägt, eigentlich immer so weiterzumachen und gleichzeitig aber zu klagen, dass es so nicht weitergehen kann. Und das ist sozusagen ein bisschen so die Agonie, die tatsächlich immer wieder in diesen Diskussionen auftaucht. Ja, und als billiger Arbeitnehmer sind Sie ja trotzdem. Ja, bereit. klar, das auch. Ich meine, Griechenland ist das beste Beispiel. Ja, also, ich habe heute wieder eine Anzeige. Aber Spanien genauso. Ich habe heute wieder eine Anzeige gelesen. Ja, was denn? Ja, dass zum Beispiel von Griechenland doch bitte irgendwelche Frauen kommen, die so, ja, meine klar. Menschen pflegen und so weiter. Und die war heute etwas kleiner und schwarz eingerahmt. Ich bin zuerst erschrocken, die sah bald aus wie eine Todesanzeige, weil der schwarze Rahmen war. Und vor ein paar Wochen war zwei- oder dreimal hintereinander eine etwas größere, wo auch um diese Frauen oder Männer gebeten wird. Und vor zwei Jahren, als ich in Griechenland war, für längere Zeit war, dann haben mir die Frauen morgens beim Schwimmen erzählt, dass sie am Abend die Frau Merkel im Fernsehen gesehen hätte, dass sie auch darum gebeten hat, dass aus Griechenland halt Krankenschwestern oder... Wobei ich meinte jetzt gerade eher die legalisierten Migranten in Griechenland, die dann auf den Erdbeerfeldern und so weiter arbeiten. Die dann auf Feldern arbeiten oder die zum Beispiel hier in Metzgerei. Das ist das, was die Schlachthöfen hier bauen. Und mitten in der Nacht. Aber aber das auch diesen Teil, den du eben erwähntest, es gibt einfach natürlich Menschen, die dann dadurch auch nochmal kriminalisiert werden, indem sie eine andere Identität oder gar keine oder irgendeine angeben. Ich meine, das ist unser Alltag, solche Menschen. Ne? Also ich versuche gar nicht nachzuhaken, weil es ist natürlich eine Geschichte und jeder weiß, warum er das macht oder wie es dann ist, wenn die wirklich irgendwann sagen, so, ich bringe jetzt einen Nationalpass und das ist jetzt mein Name. Ne? Also das ist ja auch so Sachen, die wir ja auch zu tun haben. Ne? Das kann man nur erst machen, wenn du wirklich einen Status hier versuchst zu haben oder eine Familie zu haben. Das ist vielleicht auch eine ziemliche Lüge, ne? Das muss man dauernd, da bringt man sich ja selbst ins Unrecht und auch die Beamten, die das bearbeiten, gehen bis zu dem Punkt, wo sie jemanden anbieten, er wird jetzt legalisiert, aber dann bitte den Nationalpass. Also das ist ja ein Punkt, der ja also bei jedem Menschen sehr, sehr schwierig ist, das dann durchzustehen. Dann endlich sich den Pass zu besorgen und vorher sich hartnäckig zu weigern.
Das verlangt unsägliche Selbstverleugnung und sogar auch von der Bürokratie, nicht? Denn die machen nachher auf einmal mit. Das ist ja komisch nachzuvollziehen, nicht? Ordnungspolitisch auch nicht normal. Aber wir haben viele solche Dinge. Also ich habe erwähnt, die Abschiebungszahl und dabei immer zusätzlich die Paraphrase mit der Zurückschiebung. Und der wissen wir gar nicht. Das ist eine echte Blackbox. Da weiß niemand, da gibt es keine anständige Statistik. Doch, die gibt es ja schon. Ja, was die Bundesregierung zum Beispiel überhaupt erzählt. Ja? Ja gut, mehr kann man ja nicht wissen. Gibt es ja nicht, genau. Ja. Sogar so ähnliches auch mit anderen Daten. Ja, das ist ein interessanter Aspekt. Ich möchte auch noch eins dazu sagen. Wir haben eigentlich die Erweiterung des Nationalstaatsbegriffs auf zunächst mal, zuerst würde ich sagen auf die EU, aber sie haben sie weit über den ganzen Globus bezogen. Das ist interessant und da wird wahrscheinlich momentan noch keiner dazu bereit sein, das zu übernehmen, aber man kann den Aspekt ja mal öffnen. Und was ich auch gut von Ihnen finde, dass Sie jetzt die Selbstaktivierung der Flüchtlinge betonen, die ganz andere Ziele hat und das lernen wir dazu als Flüchtlingshelfer, kann ich ganz offen sagen, nicht nur der bayerische Flüchtlingsrat, wir auch. Da haben wir schon was davon übernommen. Und das ist ein sehr, sehr, sehr positiver Ansatz, der uns wahrscheinlich weiterhilft. Also wir haben ja schon Weil das Beispiel jetzt genannt wurde, halt, ne? Also dann Bayern ist ein anderer, NRW darf man da nicht verlassen ohne Erlaubnis. Ja, also da sind wir unsäglich froh drüber als Flüchtlingshelfer und Berater, dass die Menschen sich selbst aktivieren und dass ihre eigene Vorstellung von Legitimität und dass die Dinge jetzt aufgenommen haben. Dass sie nicht mehr die Opfer sind. Und da lernen wir auch dazu. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Ja, das erleichtert dann, glaube ich, auch wieder die, das verbessert die Position, oder? Also weiß ich noch nicht, ob Sie was erreichen. Nicht? Das nicht, aber es gibt Ihnen Selbstvertrauen. Ich weiß nicht, ich kenne jetzt nicht, wo Sie arbeiten. Ich hatte jetzt den Eindruck, dass Sie... Im Flüchtlingsrat, genau. Aber Sie haben doch wahrscheinlich eine bessere Position, wenn Sie sagen können, ne, wenn Sie mit der Politik reden, so, guck mal hier. Das tue ich noch nicht mal. Nein, ich sage nur, was die machen. Ja, okay. Und ich ermutige sie darin. Das würde mich interessieren, nämlich was das für Effekte hat. Ob das zum Beispiel bei Ihrer Position den Effekt hat, dass Sie dann tatsächlich, weiß ich nicht, eine bessere Verhandlungsposition oder so haben. Dass Sie sagen können, guck mal, da ist die Kacke am Dampfen und die sind alle naselang auf der Straße und da müssen wir jetzt was tun. Das ist nicht ganz der Fall. Eher, dass ich erwarte, dass Sie das selbst tun. Ja, weil Sie sich viel besser über ihre eigenen Zustände ausdrücken können, sofern sie Deutsch verstehen, denn die Amtssprache ist nun mal Deutsch, das ist ein witziges Problem. Aber welche, die schon lange hier sind, die machen das schon. Und die können dann auch selber ausdrücken, was da stimmt. Mhm. Also die Ausweitung der Residenzpflicht. Ja, zum Beispiel haben sie erkämpft, ja. Ja, das stimmt. Und nur dadurch, dass sie sich gewehrt haben, nicht, dass wir das brauchen. Ja, in der Tat. Stehen wir in der zweiten Reihe? Wir stehen wir dahinter? Ja, müssen Sie denn nicht jetzt irgendwie das dadurch verstärken, dass Sie halt dann auch Ihre Position nutzen, um eben da... Die Ebene mit der Politik, genau. Natürlich, aber wir kennen die Restriktionen, die da sind, also über die Sie etwas großzügig manchmal hinweggegangen sind, nicht? Und so weiter. Mhm. Da müssen wir natürlich auf der Ebene argumentieren, die also auch die Behörde anwendet. Aber wir sehen ganz deutlich, was sich alles verbessert hat. Wo mehr Luft ist, ja, wo mehr Verhandlungsmacht ist. Und das gestärkt uns auch. Okay. Ich sehe uns da nicht so in der Offensive, ja. Aber wir können natürlich auch offensiver werden. Mhm. Du hast ja die Syrer erwähnt, dass sie also erstmal abgeschoben worden sind. Und jetzt werden ja Syrer kommen. Und das wird ja dann auch auf eine bestimmte Zeit. Ja, das ist natürlich so, dass es... Der Kreislauf, weil die Leute werden erstmal ansässig, ihre Kinder werden hier geboren, dann gehen die Kinder in die Schule, dann sind wir alle zusammen, ich erlebe das auch in der Schule, wie gesagt. Genau, ja. Und dann hörst du dann alles sagen, dass sie abgeschoben werden. Also das ist doch... Also ich habe eigentlich nichts gegen Menschenrechte, aber Menschenrecht ist nicht gleich Menschenwürde.
Weil da ist dann irgendwo Schluss. Und ich hatte das, also mir gefällt schon der Gedanke, ja. Aber Menschenrechte, auch wenn das so definiert wird, sind es ja letztlich auch nicht. Was ist es nicht? Ich meine, man kann doch nicht mit Staaten über Menschenrechte verhandeln, wenn man schon sowieso sieht, dass das Diktatur ist. Ja, ja, klar. Das ist klar. Ironie. Ja, 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 klar. Das ist eine Ironie. Da wird halt irgendwie verlangt, also da wird halt darüber verhandelt, dass sie halt unterschreiben, so, ja, wir tun den Abgeschobenen nichts. Ja, so, das wird sicherlich dann auch wieder versucht werden, sobald der Krieg da vorbei ist, wird man natürlich gucken, halt, dass dann wieder das Rücknahmeabkommen wieder aufgenommen wird. Zwei Jahre spricht man gerade bei den neuen. Ach so, der Aufenthalt. Ja, Schweden macht es nicht. Und Bremen will es nicht machen, also einzelne Bundesländer haben jetzt schon gesagt, wir wollen keine Befristung des Aufenthalts für Flüchtlinge. Und das erwarten wir auch, dass diese Politik das macht, demnächst. Ich meine, sonst wird ja das als eine Kreativleistung gesehen, sich immer wieder neu zu erfinden. Ne? Und ich meine, also das muss man auch mal sehen. Ich meine, was dieser Georgier, der sich da als Iraner, was? Iraker, ne? Also fand ich auch einfach so, was für ein Potenzial, ich meine, der Mensch da geschaffen hat und trotzdem fühlt er sich so depotenziert. Ne? Also ja, absolut, klar. Das, und was aber für eine Leistung. Aber sein, der Begriff letztendlich, was auch hier immer im Raum steht, der Begriff der Identität, wir sprechen ja immer über Identität und wie wichtig das ist mit unserer Identität. Ja, klar. Und plötzlich hast du Menschen vor dir, die sich eine neue Identität nehmen mussten und in dieser letztendlich leben. Und dieser Begriff der Identität, den wir ihn benutzen, ist aber absurd und letztendlich an einem gewissen Punkt. Und dann auch dieses Mädchen da, das sich auch jeden Morgen neu erfindet in Kosovo. Genau, also diese Strukturen praktisch von Deutschland weggebracht hat, wieder nach Hause. Also ich meine, auch was für eine Neunjährige sagt, sie steht jetzt auf und wie sich der Traum mit der Wirklichkeit vermischt. Also ich meine, sie steht um 7 Uhr auf. Aber es ist total schwierig, ne? Weil die können da nichts machen in Kosovo halt. Ne? Ja. Wir wissen das ja, das ist total schwierig. Ne? Und ich finde sogar, man kann, obwohl ich natürlich sage, man muss halt nicht auf diesen Wirtschaftszug aufspringen, aber auf der anderen Seite muss man es doch machen, aus ganz strategischen Gründen, weil man sozusagen auch die Politik da an ihren eigenen Worten packen kann, ne, die halt, deswegen habe ich das Beispiel auch gebracht, halt, also, ne, kann ja sein, dass die jetzt irgendwie hier unrechtmäßig in Deutschland geblieben sind, aber ihr sagt doch die ganze Zeit, ihr braucht junge Leute, ihr sagt doch die ganze Zeit, ihr braucht Leute für Ausbildungsberufe, so, ne, dann irgendwie springt man über den Schatten, so, ne, also in anderen Sachen kann man auch irgendwie das Recht recht sein lassen, ne. Wenn es darum geht, irgendwie, es gibt ja durchaus auch Beispiele aus den 60er Jahren, wo man halt Leute nachträglich legalisiert hat, weil man damals Arbeitskräfte brauchte und dann hat man das nicht. Also wenn man das will zu sagen, kann man da auch irgendwie am Ende einen Haken hintermachen. Und gerade, weil es halt häufig dann auch Familien betrifft oder halt junge Männer oder so, kann man natürlich sehr wohl auch damit argumentieren. Ne? Vergangenes Jahr sogar Schleswig-Holsteinische FDP verlangt, dass diese Flüchtlinge akzeptiert, weil man dringend Ausbildung muss. Ist nichts draus geworden, aber die FDP spricht ja auch so mal so. Aber es war ja interessant, dass wir sonst eine Marktwirtschaft Absolut. Ich hätte auch noch eine Frage. Ja. Und zwar frage ich mich halt, das ist eine Frage eigentlich an dich, wie kann man das sozusagen schaffen von dieser individuellen Hilfe, die ja wahrscheinlich einen Großteil hier irgendwie machen mit den Flüchtlingen, den Spagat zu schaffen zu dieser, das ist ja doch eher eine, so eine Makrotheorie auf die Abschiebung, auf Migrationsströme weltweit. Häufig sehe ich das halt so in parallelen Welten irgendwie. Hast du da eine Idee oder? Also ich glaube, es gibt halt drei Wege. Der erste Weg ist natürlich halt die politische Aktivität, was ich halt hier beschrieben habe. Dadurch kommt das Ganze ja aus Trapez und wird zu der politischen Frage. Und nicht nur, und es ist eigentlich, man muss aber auch sagen, bezeichnet, tut mir leid, wenn ich das sagen muss, wie schwer sich dann doch die deutschen Hilfsorganisationen tun,
auf die Protestmärsche, die seit 2012 stattgefunden haben, zu beziehen. Ja. Es ist ihnen nicht möglich. Und natürlich ist es teilweise auch schwierig, weil die haben sich ja dann auch in Berlin, hat sich ja diese Flüchtlingsbewegung dann auch aufgeteilt in zwei Teile und da gibt es auch Konflikte, aber gut, die gibt es in allen politischen Gruppen. Aber man muss ja auch nicht alles 100% sich irgendwie daneben stellen. Aber das ist auch pro Asyl, dass es denen nicht gelingt, irgendwie da Stellung zu beziehen und da als Verstärker zu fungieren. Das ist wirklich, also bis da ist aber schon ganz viel passiert und das ist wirklich traurig. Und ich habe letztens irgendwie mit einem Kollegen hier, dem Mattes, gesprochen, der meinte auch, ich habe das auch immer über Medien verfolgt, über telefonische Kontakte halt, und ich habe mit einem halt auch gesprochen, halt in Teilen, einem Geflüchteten und einem Aktivisten. Aber es gab wohl auch so ein bisschen halt auch so eine Enttäuschung, dass auch die Linke in München da nicht unbedingt besonders da eine große Hilfe war und da jetzt irgendwie da als ihre Sache erkannt hat. Und ich glaube, deswegen sind die ja wahrscheinlich auch ins DGB-Haus dann gegangen, um das zu besetzen, um die quasi in die Pflicht zu nehmen. Ja. Aber das zeigt noch eine gewisse charmante Naivität irgendwie, dass sie meinen, der DGB wäre jetzt der richtige Ansprechpartner für den Klassenkampf. Aber so, also das eine ist tatsächlich diese politische Aktivität, die man da beobachten kann, hieft das Ganze von den individuellen Fällen rüber zu der Geschichte. Ne? Und ich habe mit dem Bernd Mesowitz gesprochen, und Frau Süle, der meinte, die haben doch eigentlich alle solche Vitas, dass die eigentlich alle Asyl bekommen würden, wenn ihre Fälle besser bearbeiten würden. Ne? Aber das ist halt, ne? Aber das ist dann wieder diese individuelle Ebene halt. Ne? Und es fällt den Organisationen schwer, da einen Bezug zu finden. Das finde ich ehrlich gesagt irgendwie kritikwürdig. Der zweite Punkt ist natürlich der, dass man halt gucken muss, dass es in Zukunft eben Vereinbarungen zwischen den Staaten geben muss, die es den Leuten erleichtert, zu migrieren, statt halt irgendwie Strukturen aufzubauen, die ihre Ab- und Zurückschiebung ermöglichen. Und da muss es halt Vereinbarungen geben. Ja, so ist es. Genauso wie sich die EU erweitert halt so. Ne? Und der dritte Teil ist, und dann muss man halt, ne, weil das Beispiel Werkverträge genannt wurde, und dann muss man halt gucken, dass man halt nicht die Leute in die Migration kontrolliert. Das ist natürlich, alles schrittweise kann das nur passieren. Ja? Also ich hoffe, dass es in meinem Leben irgendwann tatsächlich ein Zustand erreicht ist, der anders sein wird als der heutige. So, aber es ist klar, dass es halt in Etappen passieren kann. Also, aber es muss diese Vereinbarung geben, meiner Meinung nach. Das ist, kann nur Teil einer weiteren Demokratisierung der Welt sein und auch ein Angleichen von Lebensverhältnissen. Ja, also das ist klar. So, aber ich rede jetzt hier nicht über Weltwirtschaft, sondern halt über diese Frage. Und der dritte Punkt ist, dass man tatsächlich dann gucken muss, dass was man heutzutage in Ressourcen in Migrationskontrolle steckt, kann man ja vielleicht einfach mal als Ressourcen da reinstecken, dass geguckt wird, dass halt Arbeitsverhältnisse korrekt eingehalten werden, ja, dass Arbeitsbedingungen irgendwie korrekt stattfinden und diese Dinge, also dass sozusagen die Migration nicht benutzt wird, um sozusagen Lohn- oder Sozialdumping zu betreiben, ja, wo es ja Leute gibt, die da ein Interesse dran haben. Ja. Also die sollte man eher kontrollieren. Gut, so, ja. Ja. Und es ist ja teilweise eher umgekehrt, ja, dass genau die eher nicht kontrolliert werden und denen in die Hände gespielt wird und die auch häufig auch kein Interesse an Legalisierung haben. In den USA übrigens genauso, da sind die Konservativen und die Landwirtschaftsverbände unter anderem auch gar nicht so sehr für Legalisierung, weil die können mit den Mexikanern, die halt so über die Grenze kommen, auch ganz gut arbeiten. Ne? Also letztlich politische Arbeit. Weil das Dritte ist ja eigentlich auch politische Arbeit. Ja, also das sind die drei Aspekte. Also ich wüsste nicht, also das ist ja immer der Punkt, wie man halt dann etwas aus dem Individuellen ins Gesellschaftliche hebt. Das heißt nicht, dass nicht irgendwie weiterhin die Arbeit gemacht wird für individuelle Fälle, aber es ist schon klar, dass man ja dann immer an bestimmte Grenzen stößt. So, ne? Okay, ich danke euch viel.